Der heutige Parkcheck führt in den ersten nach der Wende neu gebauten Freizeitpark der neuen Bundesländer, in die Gemeinde Lengenfeld, genauer in das Örtchen Plon und somit in den Freizeitpark Plon. Die Geschichte des Freizeitparks Plon geht zurück bis in das Jahr 1991 und der Gaststätte Forellenhof eröffnet von Arnfried Völkel, nachdem dieser durch die Wende arbeitslos wurde. 1996 wird als Eröffnungsjahr des Freizeitparks Plon genannt, denn in diesem Jahr begann man klassischer, wie es nicht sein kann, mit einem Märchenwald hinter dem Forellenhof. Und wie in vielen deutschen Freizeitparks folgten nach dem Märchen immer mehr Attraktionen und so wuchs Stück für Stück ein wirklich sehr schön gelegener Freizeitpark in der Nähe von Zwickau. Plon vereint offene Plätze mit verwundenen Waldwegen und hat im Einklang mit der Natur seinen eigenen sehr schönen Charme. Selbst der Forellenhof hat noch Bestand und befindet sich zwar hinter dem großen Eingangsportal, aber noch vor dem Eingang zum Park. Auch der Zauberbrunnen, der zum Musizieren einlädt, sowie eine kleine Autobahn und ein Ziegengehege finden sich noch vor dem regulären Eingang. Themenbereiche: Der Freizeitpark Plon lässt sich in 7 Themenbereiche aufteilen. Zum einen natürlich in den Märchenwald. Dann in das etwas versteckte Dinoland, welches aber sehr schön gelegen ist. Im untersten Bereich des Parks findet sich das Dorf der Gallier. Oberhalb davon befindet sich das bunte Plonidorf, von dem man durch ein Tor in die sehr große Westernstadt kommt. Und oberhalb davon steht der Oldtimerpark zusammen mit dem Kletterdorf. Themen und Rundfahrten. Zu den Themen und Rundfahrten in Plon gehört natürlich die Western-Eisenbahn, die in der Westernstadt startet und nach einer Runde um Silvermine und quer durch El Toro nach einem Dark Red Part wieder die Station erreicht. Für die ganz Kleinen gibt es im Oldtimer-Park auch die Kindereisenbahn, sowie Pony Adventure, eine Reitbahn von Metallbau Emmeln. Natürlich darf auch der Namensgeber dieses Themenbereiches nicht fehlen, die Oldtimer-Fahrt, die ihre Runden in einer hübschen Landschaft dreht. Glanzstück in dieser Kategorie ist der Towboat Ride Urzeitfloßfahrt. Ruhig und abgelegen taucht man in eine andere Welt ab, die Welt der Dinosaurier. Vorbei an einem echten und dicht gewachsenen Wald geht die recht lange Fahrt, bei der man einigen Dino-Animatronics begegnet, an denen man auch mal die vielen dicken und dichten Spinnenweben entfernen könnte. Zwar nicht mehr ganz in Schuss, trotzdem überzeugend. Attraktionen. Bei den allgemeinen Attraktionen zeigt sich, dass der Freizeitpark Plon ein Familienpark ist, denn große Thrillrides sucht man hier vergebens. Anfangen wollen wir mit dem perfekten Übergang von Themenfahrten zu Attraktionen, mit dem Laufgeschäft Crazy House. Aber die Holzmichel-Villa nur als Laufgeschäft zu bezeichnen, wäre unfair. Hier sind 3 gigantische und verrückte Baumhäuser miteinander verbunden und beinhalten viele typische und untypische Funhouse-Elemente. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen, das muss jeder mal live erleben. Direkt daneben steht die Wilde Sau, eine Wellenrutsche von Metallbau Emmeln, die sehr schön verpackt ist. Das Nostalgie-Karussell steht seit 2010 im Park und stammte aus dem Heidepark. Ein weiteres Karussell findet sich übrigens im Turm von Rapunzel, inmitten des Märchenwaldes, der übrigens noch mehr Karussells in seinem Inneren verbirgt. Wobei Rapunzels Turm schon der absolute Hingucker ist. Auch rund geht es mit dem Red Baron Karussell im Oldtimer Park. Rauf und runter geht es im Freefall im Urzeitdorf. Der sehr schön gestaltete Zierer Family Tower steigt bis zu 12 Meter hoch auf dem Feuersteingebirge, um im freien Fall wieder in den Kochtopf der Kannibalen zu landen. Auch etwas aufregender ist die Drachenschaukel. Für mich der Schandfleck im Park und in einem miserablen Zustand. Für die kleinen Gäste gibt es auch noch einen Autoscooter namens Katz und Maus. Sowie die Feuersteinsreise, die eine Mischung aus Mini-Rundfahrt und Karussell ist. Auch eine Kinderschiffschaukel hat der Park. Um das Portfolio etwas abzurunden, hat man in Plon noch einen Breakdance von Huss, der sehr cool gestaltet ist. Natürlich bietet Plon auch noch mehr, wie zum Beispiel Spielplätze, Mini-Autoscooter, Rodeo und so weiter. Um nun den Übergang zu der nächsten Kategorie hinzubekommen, seien hier die Bumperboats, Funny Boats erwähnt, die direkt am Forellenhof liegen. Bei so vielen Seen hier im Park darf eine Tretbootfahrt nicht fehlen und hier nennt sich das Ganze Feuersteins Kanonenboote. Wasserbahn.
Der Freizeitpark Plon hält direkt 2 Wildwasserbahnen für die Gäste bereit, die wir beide nicht testen konnten, weil es einfach zu kalt dafür war. Wobei das Problem nicht an der Angst vor Wasser liegt, sondern den Nicht-Trocknungsmöglichkeiten der Klamotten, wenn man im Auto übernachtet. Wildwasserbahn. Zu jedem waschechten Freizeitpark gehört auch ein Lockflume, so auch in Plon. 1999 eröffnete man eine 16 Meter hohe und 420 Meter lange Anlage von Mack Rides mit 2 Abfahrten. Inzwischen eng mit El Toro verflochten, sieht das Ganze doch recht gut aus, nur ist der Eingang leider etwas versteckt. Fluch des Teutates. Seit 2013 bildet der Fluch des Teutates das Herzstück des Themenbereichs Dorf der Gallier und glänzt mit einer schönen Thematisierung. Der ABC Ride Spinning River Splash bringt einen in vielen Kurven sich schnell drehend von 13 Meter Höhe wieder nach unten. Achterbahn. In so einem idyllischen und eher kleinen Park wie Plon erwartet man achterbahntechnisch ja nicht allzu viel. Und dann überrascht der Park mit ganzen 5 Coastern. Okay, zugegeben, 4 von 5 sind Familienbahnen, aber gucken wir uns mal an, was es alles gibt. El Toro. Bis 2009 war der Freizeitpark Plon doch eher unbekannt. Dies änderte sich dann mit der Eröffnung von El Toro. Der wilde Stier war der erste GCI Woody Deutschlands und rast mit bis zu 75 km/h durch das 725 Meter lange Layout, welches bei der ersten Fahrt doch sehr überraschend sein kann, da es nicht komplett auf einen Blick einzusehen ist. Obwohl eine Höhe von 24,5 bzw. ein Höhenunterschied vom First Drop mit 21,5 Metern nicht spektakulär klingen, kann El Toro voll überzeugen und fährt sich dank des Layouts sehr intensiv. Eine Holzachterbahn ist immer eine große Sache für einen Park, noch überraschender, dass ein Park wie Plon auf dem Gebiet Vorreiter ist. Dies hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn El Toro ist mein Highlight und allein für diese Bahn lohnt sich der Besuch im Plon. Miniva und das Geheimnis von Gold Creek City. Wenn wir schon bei Highlights sind, sei auch Miniva und das Geheimnis von Gold Creek City erwähnt. In der ehemaligen Rideshow-Halle eröffnete man 2015 einen neuen Mack Rides Powered Coaster mit einer Länge von 270 Metern. Aber so kurz wie es klingt, ist die Fahrt gar nicht. Denn der zwar kurze, aber schöne Zug dreht ganze 3 Runden. Die erste davon sogar noch recht langsam, was auch seinen Grund hat. Denn Miniva ist nicht nur eine Achterbahn, sondern auch ein erstklassischer Dark Ride mit riesigen, detaillierten Szenen und neuester Technik, wie zum Beispiel Videoprojektionen. Nach der ersten gemütlichen Fahrt ändert sich nicht nur die Geschwindigkeit auf 40 km/h, sondern auch die Szenerie und Stimmung im Innern. Optisches Highlight ist die große Schlusskurve samt künstlichen Sees und großer Westernstadtkulisse, womit wir beim Geheimnis von Gold Creek City wären. Denn auf dieser Kulisse findet stündlich eine Mapping-Show statt. Besonderheit ist hier, dass die Achterbahn trotzdem weiterfährt. Poseidon. 2011 eröffnete man in Plon die Familienachterbahn Poseidon auf einem kleinen künstlichen See. Bei der 45 km/h schnellen Bahn handelt es sich um eine Zierer Standard Force 190 Anlage, die mit 220 Meter Strecke doch nicht so Standard ist. Denn hier gibt es 30 Meter Rundfahrt vorbei an maritimen Theming-Objekten obendrauf. Alles in allem eine hübsche Bahn, auf der 2 Runden lang die gesamte Familie Spaß hat. Silver Mine. Ein Hingucker der Westernstadt ist definitiv Silver Mine. Sei es das sehr geile Stationsgebäude oder das riesige Schienen- und Stützenknäuel. Hier geht es in kleinen Loren ohne Bügel, 400 Meter lang durch den Zierer Flitzer. Zwar nicht mehr allzu sanft, aber was will man von einer Bahn, die seit 1975 auch schon in 3 anderen Parks stand, erwarten? Raupe. Zu guter Letzt wäre da noch Raupe. Die Kindereinsteigerachterbahn. Leider mal wieder nur der 0815 Big Apple von SBF Visa. Anreise und Übernachtung. Der Freizeitpark Plon befindet sich zwischen der A72 und der tschechischen Grenze und ist nach der Autobahn schnell über Land zu erreichen und bietet genügend Parkplätze. Auch mit der Bahn ist der Park zu erreichen. Die Vogtlandbahn bringt einen zum Bahnhof Lengenfeld und von dort aus geht es mit den Bussen V66, V88 oder der Freizeitbuslinie Vogtland 8879 bis zur Haltestelle Plon, Märchenpark. Zum Übernachten bietet sich ideal die Gaststätte und Pension zur alten Brauerei, welche auch über Themenzimmer verfügt, wie das Märchenzimmer oder die Plon-Suiten. Rustikaler geht es auch im Heuhotel oder als Selbstversorger in einer eigenen Ferienwohnung. Öffnungszeiten.
Der Freizeitpark Plon hat grundlegend von April bis November durchgehend geöffnet, wobei hier für Off-Days und genauere Zeiten die Homepage zur Rate gezogen werden sollte. Ansonsten gilt täglich in der Nebensaison von 10 bis 17 Uhr, in der Hauptsaison von 10 bis 18 Uhr und bei den Mitsommernächten von 10 bis 23 Uhr. Preise. Für seinen persönlichen Preis sollte wieder jeder die Homepage des Parks checken. Allgemein gilt für Kinder unter 4 Jahren freier Eintritt sowie für Geburtstagskinder unter 1 Meter. Kinder von 4 bis 12 Jahren zahlen 23,50 Euro und alle darüber kommen für 26,50 Euro in den Park. Das Parken ist kostenlos. Fazit: Der Freizeitpark Plon ist auf den ersten Blick recht klein und auch unscheinbar, doch am Ende des Tages mehr als überzeugend mit einer Vielzahl an Fahrgeschäften und einer wirklich schönen Landschaft. Natürlich ist der Thrillseeker hier falsch, wobei allein El Toro schon einen Besuch lohnenswert macht. Plon ist für die ganze Familie gedacht und ausgelegt und das setzt der Park perfekt um. Bei den neueren Attraktionen kann der Park in Sachen Theming voll punkten, siehe allein Minibar, das ist der Wahnsinn. Dann aber gibt es ältere Bahnen im Park, die gelinde gesagt nicht mehr ansehnlich sind, um nicht das Wort Katastrophe benutzen zu müssen. Auch der ein oder andere Schreibfehler bei den Wandmalereien kann einen zum Schmunzeln bringen. Somit ist der Freizeitpark Plon ein schöner und lohnenswerter Park, den jeder Freizeitpark-Fan mal besuchen sollte.